Ich war im Garten ernten und deshalb wird bei mir heute eingekocht. Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Es geht ums Haltbarmachen und heute werde ich eine Gemüsepfanne einkochen. Also ich sag mal eine Art Ratatouille, alles schön untereinander, was man dann nachher aus dem eingeweckten Glas einfach sich nur noch erwärmen muss. Hier die Zutaten. Als erstes natürlich meine runde Zucchini. Da werde ich gleich entscheiden, ob ich da eventuell noch eine zweite mit einkoche. Dann habe ich hier eine Dose stückige Tomaten. Leider habe ich keine eigene mehr, das Tomatenjahr war ja sehr, sehr schlecht. Weiterhin 4 rote Spitzpaprikas, 2 Auberginen aus eigener Ernte, die sehen wirklich aus wie gemalt. Eine schärfere Paprika, das ist eine Pimento, die werde ich gleich natürlich vorher noch probieren. Schalotten, 4 große Knoblauchzehen, Pfeffer zum Würzen und Salz, das ist übrigens wichtig, man darf da kein Jodsalz verwenden zum Einkochen, etwas Kreuzkümmel und natürlich Öl zum Anbraten. Im ersten Schritt wasche ich jetzt das Gemüse natürlich gründlich ab und dann wird erstmal alles auf mundgerechte Stücke geschnitten. Jetzt sieht man hier, wie die Zucchini von innen aussieht. Also hier ist wirklich viel wunderbar schönes Fleisch. Und hier in dem Bereich, wo die Kerne sind, das höhlen wir gleich mit dem Esslöffel aus. Braucht man nur so abzustechen. Dann kann man da gleich wunderbar daraus heben. Weil dieses Innenleben ist ein bisschen faserig. Und das brauchen wir ja dann nicht. Ich lege mir dafür immer ein Küchenpapier unter. Dann hat man auch direkt schon die Abfälle weg. So, ist aber immer noch was drin. Und das Ganze kann man dann so einfach rauskratzen. So sieht das Ganze dann aus. Hier kann man das jetzt sehen. Das ist dann auch ähnlich wie bei einem Kürbis. Also die kann man jetzt wunderbar füllen, auch in den Backofen tun. Aber wie gesagt, bei mir wird sie ja heute eingekocht. Und eigentlich sollte man die wirklich bis maximal 15 cm Größe ernten. Ich war da etwas zu spät, aber das wird jetzt im Geschmack auch keinen Abbruch tun. Wichtig ist, das ganze Faserige hier aus der Zucchini rauszuholen. Das ist übrigens bei den länglichen Zucchini-Sorten das Gleiche. Damit ich jetzt auch so ein bisschen zeitintensiv arbeite, werde ich mal jetzt als erstes die Zwiebeln schälen, denn die müssen auch mit dem Knoblauch zusammen als erstes in den Topf. Wichtig ist, Zwiebeln einkochen, die müssen immer komplett durchgegart werden. Keine rohen Zwiebeln mit da rein, es sei denn, wenn man Essig dazu gibt, also sauer einkocht oder einlegt, ist da wieder eine andere Sache, wie zum Beispiel bei Gürkchen. Aber ansonsten Zwiebeln immer komplett durchgaren. Also geht es jetzt erstmal weiter mit der weniger schönen Arbeit, nämlich dem Zwiebeln schälen. Ja, da tränen die Augen, das ist nie eine angenehme Sache. Öl in den Topf, dann können die Zwiebeln und der Knoblauch schon mal andünsten. Jetzt stelle ich den Ofen auch nicht ganz so groß, damit die mir nicht verbrennen. Und in der Zeit kann ich dann weiter schnibbeln. Die Zucchini schneide ich jetzt mal erst auf Spalten.
so ungefähr einen Zentimeter dick. Übrigens Zucchini aus dem Garten, am besten vorher mal probieren, ob die bitter schmecken, denn dann sollte man sie nicht essen. Mmh, lecker. Jetzt mache ich mir da alles Würfelchen aus den Spalten. Die Zwiebel nicht vergessen in lauter Schnibbeleifer. Sieht aber noch gut aus. Natürlich hier. Das schneide ich raus. Ist ja unglaublich, wenn man sieht, wie viel an Menge diese eine Zucchini jetzt war. Ich glaube, dabei bleibe ich dann auch mal erst. Ich denke, das wird schon reichen. Dann kann ich nämlich aus der restlichen noch leckeres Ofengemüse machen. Die Zucchini in den Topf. Uiuiui. Ich mache das jetzt mal so hier. Darüber gebe ich jetzt noch ein klein wenig Öl. Das ist übrigens Rapsöl. Und in der Zeit, wo das jetzt hier weiter vor sich hin köchelt, gebe ich mich weiter an Schnibbeln. Aber bevor ich jetzt die Pimiento da rein tue, probiere ich die mal erst. Denn die sind in der Regel unterschiedlich scharf. Und eigentlich werden sie ja auch grün geerntet und nicht rot. Jetzt kosten wir mal. Jetzt nehme ich aber erstmal nur eine kleine Ecke. Denn ich bin mit Chili recht empfindlich. Das ist ja keine Chili, aber die können trotzdem sehr scharf werden. Oh. Oh. Ja. Also für mich recht scharf. Das heißt, die kommt da nicht ganz rein. Hammer. Gut, dass ich vorher probiert habe. Wenn ich die jetzt schon ganz reingetan hätte, oh je, ich glaube, dann wäre mein ganzes Essen viel zu scharf. Da gebe ich jetzt nur so eine halbe rein. Also, das reicht mir völlig. Und die mache ich jetzt auch hier schön klein. Als nächstes kommen dann jetzt hier die Paprika. Wichtig natürlich auch hier, Kerngehäuse entfernen und dann auch hier dieses Weiße im Inneren, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, das schneide ich auch immer weg. Jetzt die Paprika schneiden, einfach auf so mundgerechte Stücke. Die Aubergine erstmal halbieren, dann kann man die nämlich besser schneiden. Ebenfalls auf Streifen und dann auf Würfel. Die Zucchini werden jetzt langsam schon ein bisschen weicher. Die anderen Zutaten, die packe ich jetzt auch noch mit in den Topf. Jetzt mache ich das mal wieder so hier, weil das ist hier mit meinem Schneidebrett nicht so ganz das Ideale. Auberginen saugen ja unheimlich viel Öl auf, deshalb kommt da jetzt natürlich auch noch mal was drüber. Gut rühren. Dann fange ich jetzt mal an zu würzen. Zunächst hier den Kreuzkümmel und hier das Salz. Wie gesagt, kein Jodsalz verwenden zum Einkochen, deshalb habe ich hier mir auch abgefüllt. Würzen ist natürlich eine Sache, das geht nach Geschmack, nach Gusto. Man schmeckt dann ab, braucht man noch mehr Salz oder Pfeffer oder wie auch immer. Ich gebe jetzt auch noch ein klein wenig Pfeffer noch dazu. Jetzt lasse ich das Ganze mal so für 10 Minuten köcheln. Als letzte Zutat gebe ich jetzt hier die Tomaten dazu. Selbstverständlich, wenn man frische Tomaten reintut, wäre natürlich noch schöner, aber leider stehen die mir im Moment nicht zur Verfügung und deshalb tut es dann auch mal eine Dosentomate.
Wer natürlich jetzt möchte, der kann auch direkt noch frische Kräuter dazugeben, wie zum Beispiel Basilikum oder Oregano. Ich mache das jetzt hier in meinem Fall nicht, weil im Augenblick stehen die mir nicht zur Verfügung. Und man kann auch im Nachhinein, wenn man das Glas öffnet, erwärmt man das Essen ja sowieso, kocht es nochmal kurz auf und dann kann man selbstverständlich auch je nach Gusto nochmal nachwürzen. Aber trotzdem probiere ich jetzt mal, vor allen Dingen die Zucchini, mal gucken, ob die so gut wie gar sind. Auf jeden Fall fehlt noch Salz. Das Ganze kann jetzt ein bisschen weiter köcheln und in der Zeit hole ich mir schon mal meine sterilisierten Gläser. Die habe ich wie immer in meinem Dampfgarer sterilisiert. Deckel und Gläser können jetzt hier mal zunächst abtropfen. Hier in meinem Topf ist es mittlerweile richtig schön bunt und genau so sollte es auch sein. Nicht vergessen darf man vor allen Dingen die Einkochringe. Die koche ich immer aus in Wasser mit ein bisschen Essig, damit die auch wunderbar steril sind. Denn sauber zu arbeiten ist beim Einkochen das Wichtigste. Nun werden die Gläser befüllt. Dafür benutze ich immer hier meinen Einfülltrichter. Das ist übrigens ein Doppeltrichter. Einmal für ein kleines Glas und wenn man es unten abnimmt, für ein großes Glas. Der ist super, super praktisch. Der ist für mich also beim Einkochen nicht wegzudenken. Jetzt einfüllen. Riecht gut. Mal schauen, wie viele Gläser das jetzt werden. Meistens verschätzt man sich. Ich hatte mir jetzt 4 große Gläser hier sterilisiert, aber ich glaube, das wird dann wohl zu viel sein. So. Hier oben muss immer ein ganzer Teil vom Rand frei bleiben. So sieht das jetzt bei mir aus. Das Ganze stucke ich jetzt ein bisschen runter. Etwas kann da ruhig noch zu. Und jetzt ist sauberes Arbeiten super wichtig. Man hat jetzt hier den Deckel. Ich nehme dann immer mit einer Gabel den Gummiring aus dem kochenden Wasser und lege dann hier den Ring ein. Der muss richtig schön im Rand sitzen. Und jetzt wird hier oben der Deckel aufgesetzt. Jetzt muss man darauf achten, dass hier überall der Rand gleichmäßig verschlossen ist. Und vor allen Dingen dürfen die Gläser auch hier oben, der Rand, der muss absolut sauber bleiben. Wenn da vom Einkochgut, ob Soße oder was auch immer, drauf kommt, dann ziehen die Gläser nachher kein Vakuum. Oder auch, wenn man zu hoch befüllt, beim Einkochvorgang wird das Ganze nochmal aufgekocht und dann kann es sich unterm Gummi rausdrücken und dann werden die Gläser nicht dicht. Beide Klammern setzen, die setzt man hier oben an und dann werden die runtergedrückt. 2 Klammern verwende ich hier pro Glas und die setze ich immer schön vis-à-vis, nämlich gegenüber. So, fertig wäre mein erstes Glas. Und jetzt schnell abfüllen und dann kochen wir gleich ein. Jetzt habe ich hier schon den Fall, dass mir hier oben trotz Einfülltrichter ein bisschen was drauf gespritzt ist. Also da muss man wirklich sorgfältig arbeiten. Und in dem Fall, dann putze ich mir den Rand mit dem Küchentuch nochmal sauber ab, beziehungsweise hier Küchenpapier natürlich, und aufs Glas. Dann schaue ich schon immer direkt, ob der Rand gleichmäßig ist. Ist er. Also wieder Klammern drauf. Es muss klacken. Und fertig. 4 Gläser waren jetzt definitiv zu viel. Ich hoffe, dass das jetzt für das dritte Glas noch reicht. Für einen solchen Fall, wie ich den jetzt hier habe, kleiner Tipp von mir, den ich jetzt auch selber nicht berücksichtigt habe, gut ist, wenn man dann auch noch mal kleine Gläser zusätzlich auskocht
oder sterilisiert, dann hat man auch noch zum Abfüllen für eine kleinere Portion. Ansonsten ist es ja auch nicht schlimm, dann kommt halt am Abend auf den Tisch. Lecker. Jetzt ist es so, wie ich es vermutet hatte. Das letzte Gläschen ist nur halb voll, aber das macht nichts. Das koche ich jetzt auch mit ein, weil ich mache den Automaten ja sowieso an. Dann ist das gar kein Problem. Und dann werden wir das als erstes essen, als kleine Mahlzeit. Fertig. Jetzt kommt das Ganze in den Wegautomat oder in den Einkochautomat. Wichtig zu beachten ist jetzt die Regel, habe ich warmes Einkochgut, befülle ich auch den Automaten mit warmem Wasser. Habe ich kaltes Einkochgut, nehme ich kaltes Wasser. Und die Kochzeit beginnt erst, wenn die Temperatur erreicht ist. Die Füllhöhe des Wassers soll so circa 2/3 so hoch sein, wie die Gläser hoch sind. Und jetzt kommt da der Deckel drauf. Und der Einkochautomat wird angestellt, nämlich ich stelle den auf Kochen, also 100 Grad. Und das Ganze lasse ich dann jetzt für 60 Minuten im Einkochautomat. Zeit beginnt, wenn die Temperatur im Einkochautomat erreicht ist. Und da ich hier keine Zeitschaltuhr habe, stelle ich mir dann einen Wecker und sage bis gleich. Zeit ist um, jetzt kann ich die Gläser aus dem Automaten holen. Ein mega wichtiges Utensil ist das hier. Und zwar ein Glasheber. Weil es ist sonst wirklich schier unmöglich, die Gläser aus dem Einkochtopf rauszuholen. Man verbrennt sich, seid da wirklich echt vorsichtig mit. Und diese Anschaffung, die lohnt sich. Hier der Glasheber muss jetzt so gesetzt werden, dass der mit diesen Kunststoffgriffen genau unter den Ring des Glases passt. Und jetzt hoch. Die Gläser müssen jetzt auskühlen und zwar ohne Zug. Deshalb decke ich da jetzt ein Küchentuch drüber und da bleiben die jetzt bis morgen früh stehen. Dann gucken, ob die richtig abgekühlt sind und dann werden die Klammern entfernt. Und ein sicheres Zeichen, dass die Gläser Vakuum gezogen haben, ist auf jeden Fall, wenn die rote Lasche von dem Gummiring nach unten zeigt. Die Gläser wandern morgen früh in meinen Vorratskeller. Natürlich erst beschriften, was ist drin, Datum drauf, damit es nachher keine Verwechslung in den Regalen gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war eine Anregung von mir. Sag euch einen lieben Gruß hier aus meiner Küche. Bis bald. Tschüss.